Zurück hier in unser Penthouse, na gut, nicht Penthouse, aber in unserer unser Mini-Penthouse, unsere Wohngemeinschaft. Und die zwei verrückten Chaoten sind wieder zurück und wir wollen einen Auftrag starten, denn letzte Folge haben wir uns ja Respekt angeschafft. Respekt. Mit unseren neuen Outfits und Luchadores haben es gleich gespielt bekommen und sind statt grün lila geworden. Na, warte mal, ich hole uns mal ein Auto. Obwohl hier eins vor der Wohnung steht, also kann man ja vor der letzten Folge sehen, was damit passiert ist. Weil da sind so einige Einschusslöcher und oh ja, die grünen Banditen fahren auch noch rum. Und die Straße ist auch noch nicht gekehrt. Oh, 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 wenn das... Oh, Tom hat seine Arbeit nicht mehr. Wenn das so ein Idiot da vor der Garage gestellt war. Ja. Achso. Muss irgendwie noch aufbauen. Da sitzt ja noch einer drinne. Steig aus. Natürlich. Na, fahr mal, ich will mein eigenes Auto. Ich weiß auch nicht, was in meiner Garage so steht. Kann ich doch gleich mal schauen. Ich würde mir gerne diesen einen Votex holen, den ich mit meinem anderen hau. Der ist nämlich richtig schnell. Oh ja. Den habe ich ja auch noch, stimmt ja. Sorry, aber den muss ich auspacken, das seht ihr auch nicht. Ah, stimmt, habe ich auch noch, ja. Warte, wir können mal einen richtig coolen Rumcruiser machen. Warte. Da hol ich noch ein anderes Spezialgerät raus. Wo wir Angst und Schrecken auf der Straße verbreiten. Ach, dein Hobo-Roller, den hast du mir noch gar nicht gezeigt. Gold. Goldblau. Alter, die schon wieder, was sollen denn die hier? Boah, Alter. Ey, ich hab zwar einen Roller, aber weiß nicht, dass du mich tot fahren kannst, ja. Ah, oh, Bargeld, endlich. Geil. 2000 fast stündliche Einnahme. Achso, na. Ey, ich drücke voll auf die Handbremse, ja, und dann bleibt einfach nicht stehen. Jetzt. So, mein Auftrag hier, bevor es wieder ausartet. Mit unseren coolen Mobilen. We have a PR department for that. People go crazy over actual celebrities promoting themselves. So you're saying it has to be me? Oh, I'll do the selling. You just get my back, and I have the perfect places to hit. Der Golfwagen hört sich an wie so ein kleines Modellspielzeugauto hier. Ja, genau wie mein Roller. Oh, das muss ich haben. Ich habe zwar den geilsten Golfwagen der Welt, aber den muss ich haben. Hallo? Ja, ich bin auch auf einer Autojagd. Gut. Jawohl. Ein kleiner City-Roller. Oh. So, Werkstatt. Ja. Können die fast aufkurven. Aber mir fehlen $200. Und ach, dieser Rucksack, ich möchte den haben. Ja, ich hab schon der Kopf, das gibt's ja auch nicht. Warum steigt er nicht ab? Kollege? Ich muss noch irgendwie $200 kriegen. Zum Glück habe ich hier die Fähigkeit, die Leute mit einem Abrempeln Geld abzuziehen. So, für noch $100. Ich schieße meinen Roller kaputt. Oh nein, bist du da? Oh nein. Oh nein, ist das Motorrad weg. Where do we start?
Beschütze deinen Kontakte bei ihren Deals ins Deal-Port. Alter, Munition ist fast alle. Nimm ich eine Pistole. Dann komme ich ganz gut klar. Musik gefällt mir schon wieder. Bei mir ist ja auch keine an. So. Doch, mir schon. Ich lasse mal gleich wieder an. Das ist ja von... Hast du nicht gemacht. Alter. Ey. Ist das nicht von Amy Bulls? Nee. Das hört sich eher an wie Bullet mein Valentine. No, you're pretty good at that. Boah, also das, da kann ich mal einen Leitplanken einfahren. Deswegen, bin ich ja. Was ein Geländewagen. Da passt durch. Genau das meine ich, da musst du erstmal übelste Wege finden. Das. Ach, das stimmt, das gibt's noch. Kein einziges Spiel so wirklich, wo du Leitplanken einfach so mitnehmen kannst. This ain't a demo, Derby. Doch, was ich höre, ist von Amy Bulls. Kannst sagen, was du willst. Ja, was hörst du? Ich höre hier so Bloodmix. Den Radiosender. Ja, ich höre. Ja, ich auch. I try harder to wreck this thing. Also bei mir hört's. Ja, schon ähnlich, aber. Du bist vorbeigefahren. Oh, ich drück schnell aus der Bremse, da will ich stehen bleiben. That's right! It's called a steering wheel. Well, use it. Wird jetzt hier wegfahren. Kennst du sie auch? No. Alter, was hält denn die Alte aus? Was, Helikopter? Oh, nee, den krieg ich nicht. Gut, das ist auch weg. Okay, check schon mal. Okay. There goes the clip. Oh, da steht ja auch noch ein Mittel an. So, let's go, go, go. Something wrong with your eyes? Next time. Oh nee, ey. They should never have fought the Saints. Oh, ich habe doch den tollsten Bugs hier, das ist geil. Gut. Den hab ich runtergeholt. Mal los einsteigen. Go, go. Gut, alle zwei Deals erledigt. Super. Siehste? Lag an der Outfits. Das sind die neuen Anzüge, ne? Sag ich doch. Guck mal, wie ruhig hier ist. Sie wissen, wo der Chabu ist. Babus wissen, wer der Chabu ist. Ne, Chabus wissen, wer der Babu ist, so. ja. Ich weiß. Doch. I think the Morning Star got the message we're around. Ich will nicht weit gehen. Jawoll. Illegaler Handel geschafft. Ja, 2000. Na. So, siehst du, wieder was geschafft. Ein bisschen zittern wir aber noch.
So, gehen wir auf Autoklaujagd? Ja, siehste, können wir so einen Saints-Book-Auftrag machen, genau. Attentat haben wir schon zwei geschafft, aber Fahrzeugdiebstähle und Herausforderungen haben wir noch gar nichts gemacht. Dann machen wir mal, soll ich machen oder willst du machen? Na, sag, mach du. Okay, Fahrzeugdiebstähle, Bootleger, müssen wir mal gucken, wie die Aufträge sind, weil manche sind echt ziemlich knifflig. Du hast Talent, ich habe Arbeit, besorge mir einen Bootleger. Ich führe in der Stadt die Werkstatt für die Arbeiter. Ich brauche etwas mit viel Power und wenig Bremse. Dieser aufgemotzte Bootleger ist sein Gewicht in Chrom wert. Wenn du ihn findest, kannst der Besitzer hängt meistens in Rost. Rucks und Bargeld, Respekt. Ach ja. So, da haben wir wenigstens eine GPS-Adresse. Jetzt brauchen wir nur noch was zum Fahren. Nee, das hat nicht. Nee, warte mal. Den hier. Was heißt Michael? So, einsteigen. Oh, gute Musik. Was hast du an? Keine Ahnung. Alter, du hast das Auto. Sehe ich zum ersten Mal. Eine schöne Limo. Okay, Achso, rechts. Hier hättest du jetzt rechts gemusst. Kein Problem. I guess you don't like this ride. Links. Links. Try harder to wreck this thing. Such nach dem Zielfahrzeug, wie nach dem Suchen. Wisst du nicht, wie das aussieht? Toll. Fahr mal nicht so schnell, ich muss gucken. Ja, hier müssen wir da wenden, genau. Wir sind wieder aus dem Bereich raus. Auf jeden Fall so ein schwarzer Ami-Schlitten. Halt sehr breit gezogen. Hey, I'd like to get there in one piece. Oh, mal weiter. Jetzt sind wir wenigstens wieder im Bereich. Also ist hier unser Bereich hier nicht. Ja, wir sind im Bereich. Immer weiter fahren. Nächste rechts einfach mal. Einfach hier so. Ah, rechts, genau. Da wird es mir erst angezeigt. I guess you don't like this ride. Lass mal unseren LKW durch, genau. So, hier rechts muss jetzt stehen, hier irgendwo. Oben auf der Wiese, da wo da fast ein Strommast steht. Ach, krass. Genau, jetzt hier rechts hoch. Weiter hoch von die Straße. Weil es bewegt sich. Ne, und die Straße hochfahren, weil das Auto bewegt sich ja, wird ja hier fahren. So, da ist Abbiegung, ist links Abbiegung hier. Da ist es. Ja, genau, das meine ich. Gut. Danke. So, was mit Immobilie kaufen? So, ja. Deswegen. Oh ja, das ist echt cool. So. Ich will nicht einsteigen. Alter, ist die Karre krass. Schöner V8. Hast du gekauft? Ja. Okay. So. Ah, die Karre sehe ich auch zum ersten Mal hier. Ja. Wuhu, abgezogen.
Also den habe ich noch nicht gesehen, Mann. Das ist echt... Ich habe auch nicht, glaube ich. Krass. Fährt sich auch echt cool, aber der Blattmatt. Und klingt, tut der... Wow. Müssen wir abgeben. Können wir glaube ich nicht behalten. Ja. Ach du Scheiße, ich hab meinen Schlafanzug noch an. Gesundheit. Alter, wie lange ist denn der Weg? Fahren wir durch den Steelport einmal. Ja. Durch unsere Hood fahren wir da einmal. Wohl, das ist unser Domizil, können wir nicht den einspeichern? Boah, warum ist denn mir reingefahren, ey? Schön wär's, dann würde ich den auch noch einspeichern. Oh, hier ist ja schon eine Garage. Hast du gesehen, dass übelst rausgeflogen? Ja. Drücke J, um dieses Fahrzeug in deine Garage zu unterbringen. Geil. Folgendes Fahrzeug ist jetzt in deine Garage, Bootling. Warte, ich hol den raus, du kannst ihn auch einspeichern. Oder steht er noch draußen? Nee. Nö. Da. Geil. Geil, wie du ihn angeschmissen hast. That's what happens when you fire. Oh, das wird echt klasse. Ja, hat einen guten Antritt. Und schon wieder Cops. Alter. Geht ja gar nicht. I was at a picture of this. Das ist du? Warte mal, gehen wir kurz ins Domizil rein. Kann ich mir auch den gleich mal einspeichern, ja. Lass uns mal ins Domizil reingehen. Achso, okay. So, okay. Wir müssen zuerst reinfahren, nicht so mein, dann das Auto kaputt fährst. Ach, du kannst das Fahrzeug nicht deines Partners lagern, naja. Echt jetzt? Ja, ernst. Das ist ja echt uncool. Ach, naja. Mal meine Garage geparkt hier. Na, dann fahr du den. Nee, ich weiß nicht, wo es lang geht. So. Hab ich extra den Wagen geklaut. Oh. Alter, ist geil. Oh, Wahnsinn, wenn der anmacht, ey. Doof. Ups. Ja, jetzt ist er wenigstens ganz. Dann bringen wir das Auto noch hin und dann. Fahr ich jetzt die ganze Strecke wieder zurück. Ja. Ja. Machen wir jetzt weiter oder wollen wir eine nächste Folge schnell machen? Dann machen wir es also noch zu Ende. Ja, dann machen wir ein bisschen Überlänge. Weil holen wir jetzt den Fahrzeug. Willst du den dann einspeichern oder werden wir die Mission beenden? Ja, die Mission beenden. Also werde ich mir mal einen Wegweiser dahin machen. Und wenn wir wieder anfangen, dann werden wir da hinfahren und dir den auch noch besorgen. Kann ich mal währenddessen mit Handy spielen? Na gut, auch kein Bargeld gekriegt. Mal Fähigkeiten kann ich immer gucken. Jetzt haben wir wieder mal ein paar tausend Dollar auf der Schippe. Get the fuck
fuck out of here! Ich sehe gerade nicht, was du machst. Nicht. Relax, I'm a professional. Also ich bin in der Luft geflogen. Ich hab's mitgekriegt. Ja, ich hab den nächsten schon. Also. Darfst sogar du fahren. Ich wollte hinmachen, wir haben 2 Sterne. Ja. Können wir jetzt nach Fähigkeit gucken. Wohin? Das ist eine ganz gute Frage. Wird mir nichts angezeigt. Egal, packen wir mal eine Garage. Wo ist die nächste Garage? Okay. Keep on, keep it on. Wir sind jetzt. Just couldn't handle us. Da. Warum ist es aber eigentlich das Domizil zu teuer? Da wäre das nächste. Someone's not getting a good driver discount. Was denn? Oder soll ich navigieren? Links, links, links. Bumper can take it. Ich meine, den kann man ja dann noch Türen schneller machen und verstärken. Jo. Also ich muss ja navigieren. Jetzt sieht es sowieso erstmal nur geradeaus. Kann ich jetzt mal nach Verbesserung gucken? Gerade mal nach Schaden. Kampf. Fahrzeuge. Handenfähigkeiten. Und Begleiter. Begleiter Saints. This ain't a demo derby. Später. Gesundheit. Ich hasse diese anderen Autos, ey, ohne Mist. Hast du nicht gemacht. Ah, guck mal hier, Business Car. Oh nö. I'll try not to scratch it. Alter, steig mal schneller ein. Na gut, dann tja, war es das mal wieder gelaufen. Ja. Tja, dann können wir die Folge dann auf jeden Fall beenden. Aber warte mal. Trotzdem zum Domizil, nö. Dann fahr ich jetzt zum Bezirk hin und dann speichern wir da und dann ist gut. Dann besorg mal am besten gleich 2, weil ich hab den ja schon, dann fahr ich den zurück und du deinen separaten. Dann fährst du zur Garage und ich fahr die Mission weg. Zum Beispiel, ja. Das wäre mal eine Maßnahme. Oh nee. Oh, da unten. Ich wollte gerade sagen, hä? Hat geklappt. So, den schnappst du dir und den nächsten schnapp ich mir. Da ist er. Muss ich jetzt sowieso anhalten, oder doch nicht? Alter. Schießen kaputt, raus, keine Ahnung. Ja. Ist nicht leicht. Das ist ja auch, dann schnell. That's right. So, hier ist er. Was? Bist. Ja, ich komm schon. Alter! Mann! Du, das ist tot, kannst du nehmen. Okay, ich komm schon. Warum bist du ausgestiegen und kommst du mit einem LKW? Willst du mich verarschen? Ich bin hier ausgestiegen, ich bin rausgeflogen. So, okay. Alter, der Nachbar hat Langeweile, hämmert den in die Wand. Mann, Mann, Mann.
Jo, den fährst du zur Garage, den nächsten hole ich mir. Wo ist der denn? Oh, guck doch selber auf der Karte, ich muss jetzt machen. Ja, ich kann gerade nicht, weil wir, wie viel kostet denn mehr? Ich hab nur noch 2 Reifen. Scheiße. Oh, nee. Hier ist einer, oh mein Gott, ich hab eine Garage gefunden. Oh, hier ist ein Brandherd, oh, ganz schlecht. Oh, hör auf zu hämmern. Nehm mir auf. Wird Zeit für eine eigene Wohnung. Also laut bin ich auch oder nicht. Und selbst wenn es mir ja. Okay, jetzt wollen wir bitte keinen Mist, ja? Ich mach da ja auch nichts. Ich bin der friedlichste Mensch der Welt. Sag mir mal Rucksack. So, ich hab ihn. Ja, genau. Schau mal, wie das Feuchtern ist. Ist dann auch noch ganz? Ja, das steht doch vor, ja. Ich muss aber warten, bis die. Ach so. Ach, deswegen soll ich keinen Mist machen? Ja. Dann kaufe ich mich irgendwas und dann stelle ich mich darin. Und zum Beispiel einen Armo-Shop. So, Friendly, Feuer kaufen. Munition kaufen. Alter, hör auf mich zu schießen. So. Ich muss kurz hier wegkloppen, ey, da geht mir das auf die Nüsse. So. Kann man ja was verbessern, ich glaube, ich bin so pleite mal wieder. Gut, die hatte ich das letzte Mal schon mal. Deswegen. Okay. Ey, ihr blöden Cops, ey. Sorry, aber. Love this. Ich hab mich nur selbst verteidigt, ja. Der Opa ist der Hammer. I will not be coming back here. Nico. Da steht ich mal irgendwo oder so. Ich bin schon im Armory-Shop versteckt. So, Sprint. Ja, länger sprinten auf jeden Fall. Achso, nee. Doch. Du hast nicht genug Geld. Achso, 5500. Bekanntheit, Polizei, schneller sinken. Können wir es ab Stufe 15, ey. Ich muss unbedingt leveln. So, Respekt einschaffen. Cool, Doppelpistolen, aber bin ich auch. Habe ich nicht genug Kohle. Oh. You know what's fun? Standing around. Ja, okay, jetzt lässt sich schon auch mal weg. So. 25% mehr MP tragen. So, jetzt müsste es eigentlich wechseln. Fast. No. So, ein halber Stern. Nicht, ey, die ganzen Kopf schon hier davor. Hm, bei mir auch. Aber der Stern blinkt, das heißt, er müsste weggehen. Oh nein, sag ich nicht, ich hab mir mal alle in Luft gejagt. Dieser! Auto kaputt. Pissiger Schulpass, Alter, das ist von meinem Auto reingefahren und ist in Luft geflogen. Scheiße, jetzt mach ich hier Terror, ey. Na klar, jetzt ist keine Sau mehr da, weißt du? Keine Sau mehr da! Fick da nicht drauf. Ich würde sagen, wir machen am Ende. Folgenende? Ja, wir sind schon bei einer halben Stunde. Ja. Alter. Das Einfachste ist manchmal das Schwierigste. Ja, hab ich schon. Ja, ist nice. Komm, hau jetzt ab hier. Hab mir jetzt können wir ja eigentlich alle beide mal.
in den Shop reingehen. Wir müssen ja nicht auch vorbei sein. Oder? Wenn wir gleichzeitig in den Shop gehen, aber da musst du uns hören. Das ist ja das Problem, oder? Warte mal, probieren wir. Ich glaube, da muss ich, mein, ich glaube, da muss uns hier. Können kaufen, also. Ich bin drin. Ne? Ja, warte, ich kauf dir mal. Ja. Wie viel hat der gekostet? 5000 war. Hm, ja. Hab ich nicht. Weil bei mir sind sie noch da. Ja, bei mir auch. Und ich hab nur 3200. Mist, ey. Ärgerlich. Kacke, dass man keine Autos verkaufen kann. Oh, jetzt sind nur noch ein halber Stern. Hier drinnen verstecken wir, jetzt sind es wieder zwei. Das kannst du vergessen, weil die Morgensterne rumballern und die Cops und. Boah, jetzt hab ich schon mein Auto geflogen. Ich hoffe nicht. Nee, steht noch da. Vielleicht kann ich hier reinfahren. Ja, es ist. Eigentlich schon, dann müsste es deiner sein. Sure thing, dog. Ich verfügbar, während du bekannt bist. The Saints appreciate your donation. Das ist einfach nur nervig. So, naja, egal, machen wir jetzt Folgenende. Oh, bin auch ein Auto gefallen. Na gut, dann machen wir jetzt hier ein Folgenende und sehen uns in der nächsten Folge dann von Saints Row. Und tschüssi. Genau, ciao. Ja, das war's mit dieser Folge von Saints Row The Third. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, in der nächsten Folge euch wieder begrüßen zu dürfen. Also, bis dahin.